So, mal kurz zwischenspeichern hier. Mega große Base. So, meine Lieben, ich bin mal ganz, ganz kurz AFK und bin gleich wieder da. So, wieder da. Gott, jetzt das Vehikel hier ausparken. Ich pack aus, 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 ich pack aus. Ausgeparkt, Thaddeus. Ja. Aber wer gräbt denn hier so Löcher rein? Ich bin schon vorhin gerade lang gefahren, da war noch nicht solche Löcher oder. Jetzt kommt noch ein Sturm. Super, ich fahre mit dem Rover mitten durch den Sturm. Ja, super. Oh Gott. Dann noch mit der offenen Kabine. Hat zwar einen Überrollschutz, aber. Ja,
Ist ein Stromrohr. Oh Gott. Na, komm schon. Gegen den Wind. Das war nur Schimpfer. Wir folgen einfach mal dem Draht hier. Ich werde beschossen von Minecraft-Blöcken. Boah, das geht ganz schön in die Energie. Der erste Ober hat schon halbe Energie verloren. Okay, die Line endet hier. Ich habe nochmal eine Line gelegt. Oh, da hinten haben wir ein Schiff. Jetzt gucken wir mal. Nico hier denn schon war? Ne, es blinkt noch. Es könnte mal aktiv sein. Da liegt noch eine Forschung. Haben wir direkt entdeckt. So. Und gleich mal mit. Ruf auf dem Höbel hier. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Müsste mal einen Eingang finden. Leiden hier runter und ne, da ist nicht. Ich glaub's zumindest nicht. Na gut. Forschung haben wir. Müssen wir mal kicken. Nach Südwest. Süd-Südwest. Okay, ist die Basis. Süd-Südwest. Falls ich mich wieder verfahre, stand die Basis wieder weiß. Ist nicht so wie bei Space Engineers, dass man dann so einen Punkt hat. Zum ewig langen Leiten. Nö. Alter Schwede, hier ist eine Schlucht. Hier ist eine Schlucht. Wenn da nein fällst, dann bist du eine Schluchtenscheiße. Ja. Vor allem, es sieht mega geil aus, wenn die Planeten so um einen rumfliegen. Aber man da noch nicht hin kann. Weil der Shuttle noch nicht voll getankt ist. Und weil der Shuttle auch noch ein Passagierschitsch. Sitz halt brauch. Ja. Das blinkt aber immer noch, das komische Schiff. Ich weiß nicht, ob es irgendwann aufhört zu blinken. Ich verkannte das Ding. Ach, die Steuerung, das ist immer...
So. Hubble, Hubble, Hubble. Da müssen wir mal was nachgucken. Ist da hier nicht so eine Forschung dran? Nee. Okay. Aber da hat es eine Forschung. Sehe ich schon von Weitem. Ja, und dann sind wir wieder voll beladen. Halben Akku haben wir noch. Finde ich gut. So. Oh oh. Achso, wait, das ist eh gerade Sonne. Dann passt das. Schaffe ich es auch wieder zurück. So, Schnieke. Gefährt wieder aufladen. So, so. Ja, gucken wir es mal auch gar nicht. 400 Balzen, okay. Was haben wir hier? 5500. Jawohl.
Oh, das erste Forschung hat schon wieder keinen Strom. 24 Spalten drin. Okay. Wir haben Energie normal, also nicht erhöht. Wir haben noch 5000 dran. Und Strom ist aus. Okay. Das ist so, wenn man vom Strom redet. Jetzt kommt schon wieder Strom rein. Ein so ein Windkraftgedöns. Rotiert wieder. So. Dann mal speichern und forschen lassen. Boah, da ist ein Planet mit Atmosphäre da hinten. Man sieht richtig die Atmosphäre. Ja, da könnte man hin. Das Problem ist nur, ich habe keinen Treibstoff. Treibstoff und auch kein ja, braucht diesen Dreisitzer eindeutig.
Alter, das sieht so fett aus, wenn ihr so ein Megaplanet an den vorbeischnaggelt. Der hat übrigens auch anscheinend Atmosphäre. Aber wir können da drauf nicht atmen, ey. Wir können den Helm nicht abnehmen. Da sind irgendwelche Giftstoffe, aber es hat eine Atmosphäre. Eine giftige wahrscheinlich. So, wir haben die Nacht überlebt.
Das liegt mir nur auf dem Boden rum. Oh. Da haben wir Wasser. So, wie viel haben wir denn hier noch Punkte? Mal gucken. Eine Stunde, sagt er hier. 3000 Bytes. Ja, Leute, auf die Jagd gehen wir jetzt nicht mehr. Speichern wir jetzt mal. Yep. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Stream, denke ich mal, wieder. Bis dahin, ne? Ciao, ciao.